Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Und beim letzten Mal haben wir erfahren, wie wir die Kampffertigkeiten leveln können. Also bei jedem Kampf noch einmal die Leute zu Leben erwecken und mit ihnen kämpfen. Und jetzt versuchen wir die Fähigkeit des Schmiedens und des Verzauberns zu leveln. Und wir sind hier im Weißlauf. Ich verkaufe mal alles wieder und wir sehen uns dann gleich wieder. So, und jetzt kaufen wir da mal ein, nämlich die Eisenbahn. Ganz einfach, wir kaufen da mal 10 Stück. Ja, das macht dann 210. Einfach mal so, ja. Und schon gekauft. Und dann brauchen wir dafür, glaube ich, auch noch Lederstreifen. Und da nehmen wir auch 10 davon. Das sind so 10 und genau 300 Euro. 300 Gold würde uns das kosten dann. Kaufen wir 10 Stück, damit wir auch wissen, ob wir dabei jetzt schon was verdienen. Okay. Soweit, so gut. Und vergesst jetzt nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Lass mich da durch. Und den Helm setzen wir da mal ab. Was ist denn da? Das ist ein Eisenhelm. ABCDE. Ja, Eisen. Ja, egal. Ich mache jetzt da mal 10 solche Dolche. Wo ist denn der Helm? Ich glaube das ja nicht. Ja, klar. Das kann ja nicht sein. Wo ist denn der blöde Eisenhelm? Das gibt's doch nicht. Der ist ja jetzt in den Favoriten und wir werden den einfach abnehmen. Gut, wir machen da jetzt in der Schmiede Eisen, nämlich ja Eisendolche. Ja, wir brauchen da jeweils einen Lederstreifen und einen Eisenbahn und davon machen wir gleich einmal 10. Möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Ja, und ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja? Okay, wir sind da jetzt 3 Stufen aufgestiegen beim Schmieden. Habt ihr das gemerkt? Und als nächstes probieren wir das nämlich zu verbessern beim Magier. Wir werden da jetzt uns gleich wiedersehen, nämlich beim End- und Verzaubern. Und wir sind hier jetzt beim Magier und da kaufen wir natürlich einen winzigen Seelenstein mit armseliger Seele gefüllt. Kostet zwar einiges und denke, das wird kein gutes Geschäft sein, aber wir kaufen da ja gleich die auch dazu. Ja, verzaubern brauchen wir nichts, wir probieren das nur einmal kurz aus. Die kleinen Seelensteine kaufen wir auch noch dazu und gewöhnliche Seelensteine auch. Und die sind uns zu teuer. Ja, weil wir sind im Zaubern und Verzaubern noch nicht so gelevelt. Ja, das stimmt. Und jetzt probieren wir mal einen Stahldolch zu verzaubern. Einfach mit einer winzigen Seele. Entzaubern könnten wir ja da einiges. Wir haben da jetzt einen Eisenstreitkolben der Müdigkeit dazu bekommen. Aber wir werden die einfach mal aufbrauchen, ja, die Energie, die da drinnen steckt, und dann entzaubern, wenn das geht. Aber wir werden da verzaubern. Wir brauchen dann einen Gegenstand, genau, und das ist ein Eisendolch, jawohl. Dann verzaubern, wir werden das einfach so machen, ja. Ausgewählte Verzauberung kann nicht auf diesen Gegenstand, ja, Halleluja, ja, was ist denn jetzt los? Wir müssten da fast irgendwas entzaubern. Das nicht, das nicht, das auch nicht. Der ist mir fast zu schade. Das dürfen wir nicht machen, oder? Ja. Ja, das hauen wir einfach raus. Ja, das entzaubert. Okay, passt schon.
und verzaubern jetzt dann Frostschaden. Genau, das kommt dazu. Gegenstand haben wir. Den Eisendolch, ja. Verzaubern Frostschaden und jetzt brauchen. Aha. Aha, da schaut, das Ziel hat 4 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Das ist die Ladung, die wir da reinstecken können. Das heißt, wenn wir so die halbe Ladung reinstecken, dann können wir zweimal zuschaden. Besuchen wir die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Okay, wir machen das einmal so. Gut, Schaden 5, Gewicht, Bibapo, Wert 170. Ja, das kommt ja schon gut. Und jetzt bin ich ja gespannt, gewöhnlich, und einen winzigen Seelenstein brauchen wir auch noch. Der kostet jetzt ja, 40. Okay, und herstellen. Verzauberung verbessert, seht ihr, ja? Jetzt bin ich ja echt neugierig, was wir da beim Schmied jetzt wieder bekommen, ne? Schauen wir da kurz mal runter, wir sehen uns gleich wieder beim Schmied. Also die Schmiedin, die gibt uns für unseren verzauberten Dolch 19. Versteht ihr? Das ist natürlich kein gutes Geschäft. Und für den Eisendolch, ja, 3. Ja. Wir haben da jetzt 27 plus 19 ist 45. Machen wir da kein Geschäft, weil wir haben ausgegeben 340 für diese 10 Dolche. Ja. Also wäre es ja interessant, wenn wir dennoch Bär und Entzaubern noch ein wenig leveln würden, ne? Dass sich das auszahlt. Ich glaube, ab einer höheren Stufe wird das schon lukrativer und man müsste auch ein paar Punkte setzen in Verhandlung, also in Sprache. Ja, aber wir verkaufen das Zeug ja mal jetzt. Okay, gut. Das war's dann. Und wir leveln jetzt einfach mal weiter, weil wir haben ja noch genug. In der Schmiedekunst. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, und interessant ist es auch, ihr solltet ausgeruht sein beim Schmieden, weil ja, die Erfahrungen um 10% schneller leveln. Okay, Leute, so wäre das möglich, hier mal zu leveln. Auch Schmiedekunst, Redekunst und Arkanes verzaubern und entzaubern. Hm? Wie gesagt, ab einer höheren Stufe der Redekunst, glaube ich, ist es dann schon sinnvoll, weil wir da bessere Preise bekommen dafür. Aber Leveln ist wichtig und wir sind Schmiedekunst 25 und ich schaue, wie hoch ich das jetzt treiben kann. Ja, wir brauchen da einiges, weil wir brauchen Rüstungen ohne Ende. Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Ja, kenne ich. Ja, haben wir schon auch ein Schwert für dich raufgebracht, du Kasperl. Nun gut, ich hoffe, es war interessant, es war informativ und so könnt ihr hier einfach den Triathlon machen, schmieden, entzaubern, verzaubern, wieder verkaufen. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist den Leuten nicht bewusst. Und gleich 3 Sachen leveln dabei. Ja? Redekunst, verzaubern, entzaubern und eben die Schmiedekunst. Also Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Eure Dosita. Einfach, ich berate den Berater und belassen wir es dabei. Ja, quatsch mich nicht von der Seite an. Schaut dir das an. Okay, schönen Abend noch. Euer Toso. Ciao. Mädel.